Hallo ihr Lieben, heute ist schon der 4. Dezember, das 4. Türchen geht auf und heute habe ich mir überlegt, machen wir mal kein Lied, Cookie. Nee, kein Lied, Naja, aber ich habe ein wunderschönes Weihnachtsbuch gefunden und zwar, vielleicht kennt ihr das, von der Leo Lausemaus. Ja, von der Leo Lausemaus. Und was die Leo Lausemaus in der Winterzeit alles erlebt. Mal schauen. Ich glaube, das wird trotzdem schön. Ja, da bin ich aber gespannt. Naja, ich bin da auch gespannt, mein Guter. So, die Kerzen haben wir auch schon angemacht. Wollen wir mal gucken. Leo und Papa bauen ein Igloo. Hurra, über Nacht hat es geschneit. Gleich nach dem Frühstück zieht Leo Lausemaus sich warm an und läuft nach draußen. Er nimmt ein bisschen Schnee in die Hände und drückt ihn zusammen. Papa ist auch mitgekommen. »Guck mal, Papa«, ruft Leo, »der Schnee backt richtig gut. Bauen wir einen Schneemann?« Papa überlegt, »ich glaube, ich habe sogar noch eine bessere Idee. Wir bauen ein Igloo.« »Echt?«, staunt Leo. In seinem liebsten Weihnachtsbilderbuch kommt auch ein Iglu vor. Deshalb weiß er genau, wie ein Iglu aussieht. Aber gebaut hat er noch nie eins. Naja, es ist natürlich ein bisschen mehr Arbeit, überlegt Papa. Aber das schaffen wir beide doch, oder? Ja, das schaffen wir, nickt Leo begeistert. Nachdem sie sich mittags mit einer wärmenden Möhrensuppe gestärkt haben, arbeiten Leo und Papa den ganzen Nachmittag lang am Igloo. Papa hat im Schuppen eine Holzform entdeckt, mit der sie die Schneeblöcke für das Igloo prima formen können. Daraus machen wir jetzt die Wände und das Dach, sagt Papa. Er zeigt Leo, wie er die Schneeblöcke aneinandersetzen kann, damit alles gut hält. Geschafft! Endlich ist das Iglo fertig. Es sieht richtig gut aus. Leo flitzt ins Haus, um Mama und Lilly Bescheid zu sagen. Und Teddy muss das Iglo natürlich auch sehen. Stolz, zeigt Leo Mama, Lilly und Teddy das Iglo. Dann kriecht er mit Teddy hinein und macht es sich gemütlich. Mama staunt. »Ihr seid ja richtige Iglo-Meister«, sagt sie. Und dann bringt sie Leo einen heißen Kakao. Jetzt ist die kleine Lausemaus wirklich rundum zufrieden. Was für ein toller Wintertag! Ja, und damit ihr das mal seht, wie das ist bei der Leo, das ist, guckt, hier unten ist er. Ja, und da wird erst will er einen Schneemann bauen, aber der Papa sagt, hier machen wir ein wunderschönes Iglo draus. Und wenn das noch mehr schneit, na, vielleicht könnt ihr da auch ein schönes Iglo bauen. Mit Papa oder auch mit euren großen Geschwistern, wer weiß. Und jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen 4. Dezember. Morgen sehen wir uns wieder. Tschüss, sagst du. Hat dir gefallen, Cookie? Ja, das war cool. Ich bin schon gespannt, was der Leo noch alles so erlebt. Ja, ich auch. Macht's gut. Tschüss.